als er von der Frau verführt worden ist, Allah Ta'ala sagt, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Und diejenige, in deren Haus er war, versuchte ihn zu verführen. Sie schloss die Türen ab und sagte, da bin ich für dich. Er sagte, hey, guck mal hier, das ist interessant. Er nennt hier zwei Gründe. Zwei Gründe für das Meiden dieser Schandtat. Also es ist eine Schandtat, der Zina ist eine Schandtat, aber wenn es noch eine Ehefrau ist, eine verheiratete Ehefrau, dann ist die Schandtat noch größer und noch schlimmer. Und wenn es dann noch deine Nachbarin ist, oder die Frau eines Bekannten oder jemanden, der in dessen Gunst du stehst, dann ist die Abscheulichkeit dieser Tat um ein Vielfaches größer. Er nannte zwei Gründe. Er sagte, Ma'ad Allah, Nummer eins, ich suche Zuflucht bei Allah, yani vor dieser Handlung. Er sucht Zuflucht bei Allah vor dieser Handlung. Unter anderem, weil diese Handlung Allah Ta'ala nicht lieb ist. Und deswegen sucht er die Zuflucht bei Allah vor dieser Handlung. Die zweite Ursache hat etwas mit Treue zu tun. Die zweite Ursache, die er nennt, hat etwas mit Treue zu tun. Das eine hat mit Allah Ta'ala zu tun. Das zweite mit Treue. Etwas Menschliches. Er sagte, innahu rabbi ahsana mathwai. Es ist doch mein Rabb, mein Herr, mein Gebieter. Er hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohlergehen. Was meint er mit, er ist innahu rabbi, es ist mein Herr, mein Gebieter? Meint er hiermit Allah Ta'ala? Al-Imam al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, sagte, ein Großteil der Mufassirun sind der Auffassung, dass hier mit der Aussage innahu rabbi der Malik gemeint ist, nicht Allah Ta'ala. Deswegen sagt al-Baghawi, er wollte sagen, dein Mann, Qiftir, so soll er anscheinend heißen, Qiftir, ist mein Herr und Gebieter. Na. Das heißt, dieser Vers lehrt uns eine ganz interessante Sache. Die Treue. Weil er stand in der Gunst von diesem Mann. Er stand in seiner Gunst. Und das sollte man den Menschen auch anerkennen und entsprechend handeln. Selbst wenn es ein Kafir ist.